Sausela, du Fotze. Ich hoffe erstmal, dass du viel Spaß haben wirst beim Weitermakern. Auf jeden Fall, ich zeig dir mal kurz das Kampfsystem. Also, wir nehmen erstmal Tauros. Und Tauros kann nur eine Attacke, und zwar Erdbeben. Und die führt man mit der 2 aus. Da ist jetzt noch keine Animation. Der Soundeffekt passt auch noch nicht, aber technisch funktioniert das schon. Guck mal, um Tauros wird so ein Feld aufgebaut, beziehungsweise so ein Radius, weißt du? Und Erdbeben hat so einen bestimmten Radius und trifft die Gegner aus der Ferne, ne? Sobald ich so zwei Felder vom Gegner weg bin, trifft das den Gegner. Und der wird auch normalerweise dann wegfliegen, aber das habe ich jetzt hier rausgelassen, weil ich will, dass der Gegner da, ja, also nur da rumsteht auf der Stelle. Auf jeden Fall, ne? Sobald ich halt näher dran komme und zwei drücke, wird der Gegner getroffen. Braucht halt nur noch eine schöne Animation, aber das kann man ja relativ schnell machen. Kannst du ja machen. Okay, gut. Das war's mit Tauros. Tauros soll ja, glaube ich, erst vielleicht schon so nach 10, 15 Minuten verrecken. Das Kampfsystem ist da ein bisschen komplizierter, aber eigentlich, naja, nicht so ganz kompliziert. Ich habe es jetzt relativ einfach gehalten. Jetzt gehen wir mal zu Fukano. Fukano kann Glut. Also genau das gleiche wie Brando. Ist eine Fernkampfattacke und der Gegner wird nicht zurückgeworfen. Und Fukano kann Bodycheck. Siehst du? Und dann kommt so ein, sag ich mal, transparentes Fukano raus. Und dadurch wird der Gegner gehittet. Gut, warte mal. Ich komme jetzt aber an den Gegner nicht ran, ne? Doch. So, gut. Okay. Dann viel Spaß beim Weitermakern. Wünscht dir Mr. Prinz RPG Stars 2017.